Zum ersten Mal vergab die Landeshauptstadt Klagenfurt den neu ins Leben gerufenen Humbert Fink Literaturpreis im Robert Musil Literaturmuseum. Ja, zum Ersten freue ich mich riesig, dass es gelungen ist, mit der Kulturabteilung diesen Preis zu installieren. Es ist mir als Kulturreferent ganz besonders wichtig, dass eben die Kärntner Literatinnen und Literaten auch die Möglichkeit haben, eine Auszeichnung, das ist eine besondere Wertschätzung. Und die Wahl ist deshalb auf ihn gefallen, weil er ein erfolgreicher Kärntner Schriftsteller ist. Die beiden Juroren, der Büchner-Preisträger Josef Winkler und die Bachmann-Preisträgerin Maya Haderlapp. Antonio Fien ist als Schriftsteller schon sehr, sehr viele Jahre sehr präsent. Hat, wie Josef Winkler schon gesagt hat, 16 Bücher publiziert. Ist einer der vielfältigsten und auch interessantesten Autoren, österreichischen Autoren, der aus Kärnten stammt. Und es ist irgendwann einmal ist es Zeit, dass er auch einen Preis für sein literarisches Schaffen bekommt. Antonio Fian ist der erste aus Kärnten stammende Schriftsteller, dem dieser Literaturpreis verliehen wird. Mich freut natürlich besonders, dass es ein Preis ist, der aus Kärnten kommt. Stadt Klagenfurt kommt. Also Kärnten hat viele, viele tolle Autoren und Autorinnen beigesteuert in den letzten Jahrzehnten der österreichischen, was heißt der deutschsprachigen Literatur. Jetzt gibt es also auch einen Preis für Autoren, die aus Kärnten stammen. Ich finde das sehr begrüßenswert. Jeder gestiftete Preis sei eine Errungenschaft, so die Kärntner Schriftstellerin Isabella Straub. Weil Kärnten ist jetzt nicht dafür bekannt, sozusagen das ganze Jahr über Literaturhauptstadt zu sein, noch nicht. Also ich hoffe, dass dieser Preis ein weiterer Meilenstein ist, dass man auch international die Stadt jetzt nicht nur während des Bachmann-Preises wahrnimmt, als Literaturstadt, sondern vielleicht auch unterm Jahr. Und was ich positiv bemerke, ist, dass sich diese eine Woche, in der sich sozusagen wirklich die Branche hier trifft, beginnt auszudehnen, nach vorne und nach hinten. Das heißt, dass sich da auch was tut literarisch. Der neu ins Leben gerufene Literaturpreis der Stadt Klagenfurt wird alternierend alle 2 Jahre vergeben. Mit dem Gerd-Jonke-Preis, den wir vor einiger Zeit in Klagenfurt eingeführt haben, und alternierend, wie gesagt, den Humbert-Fink-Preis, weil auch der Humbert-Fink eine besondere Wertschätzung erfahren sollte, denn wir wissen, er war ja gemeinsam der Initiator des Ingeborg-Bachmann-Preises 1977. Der Humbert-Fink-Literaturpreis richtet sich an Autoren und Autorinnen, die in deutscher und oder slowenischer Sprache publizieren.